Such mal, da hatte mir einer gesagt, Mana-Fiole für 5, für 5, für 10, für 5. Dann machen wir sie für 4. Was? Mit diesem Objekt? Mäh, okay. Rumaparks Kristall. Rumaparks Kristall. Da gehen wir mal auf die 2 Silber rein. Den wollte ich jetzt wegwerfen. Anbieten. Rumaparks Kristall mit... Ach, egal, wir machen die 50. Mein Gott. Oh, der Methryl und so weiter mit einem. Kennt er das Ganze? Der Farbstoff. Finde ich gut, dass der mit 2 ist. Und hier das Ganze dann mit einem. So, das Ganze hier mit 5. Auch wenn es halt weniger ist. Ach mein Gott. Ist ja nicht so schlimm. So, der Reinigungstrank. Dann nehmen wir mal die Zähne. Warum auch immer Leute das brauchen könnten, ist mir immer noch ein bisschen rätselhaft, aber okay. Oh, was hätten wir noch? Starker Mana-Trank. Hier haben wir auch noch starker Mana-Trank. Na, dann legen wir die mal hier rein. Rumaparks Kristall. Hatte ich den nicht schon reingelegt? Den hatte ich doch jetzt schon reingelegt. Machen wir den jetzt mal für 10. So, noch was? Ach so, die ganzen Tränke. Leg mal die, weil die bin ich ja vorhin nicht losgeworden. Für 2. Den nehmen wir mal, damit wir den überhaupt losbekommen. Lege ich mal den dann doch für etwas weniger rein. So, ach hier, das makellose Leder noch. Legen wir mal noch hier rein. Dann haben wir hier noch die valorianische Kleidung für 0. Okay, noch was? Nee, das andere behalte ich alles selber. Okay, dann ordne ich jetzt hier mal ein bisschen. Ach nee, der. Aber den verkaufe ich dann beim Den verkaufe ich dann beim normalen Händler. Dann und dann gucke ich mir jetzt das Dings an. Ah, hier will jemand meine Route sehen. The Black. Dann machen wir C. Dann so. Da haben wir dir auch den gefallen, aber ich, also wenn ihr da jetzt irgendwas anderes daraus, also nochmal irgendwelche solche Handelsaktionen werde ich garantiert nicht machen. So, nach was gucken wir jetzt überhaupt? Einmal Tinktur des Fortbestandes, genau. Dann holen wir uns mal. Dann holen wir uns mal. Dann holen wir uns mal 3 Stück.
So, und dann probieren wir jetzt einfach mal unser Glück mit der Tinktur des Fortgeverstandes. Oh, haben wir noch da? Ach, haben wir sowieso noch an. Und jetzt nehme ich einen Glückstrank. Glückstrank und Tinktur des Fortbestandes. Und jetzt nehme ich mal meinen Umhang ab. Und wer den. Ach so, Brief des Meisters haben wir auch. Beim Veredeln einen magischen Effekt. Um 300%. Dann werden wir jetzt mal veredeln. Mal schauen. Also, Zielobjekt. Und die Rune der Bündelung. Und okay, dann probieren wir mal auf gutes Gelingen. Buch der Handwerkskünste habe ich leider nicht. Dann mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jetzt bin ich echt gespannt. Jawohl! Yeah! Yes! Toll, also die Haltbarkeit hat sich erhöht. Okay, haben wir hier noch einen Brief des Meisters? Aber ich habe keine Rune mehr. Aber wir haben die Haltbarkeit haben wir extrem gesteigert. Das ist doch auch schon mal was wert. Find ich doch gut. Müssen wir mal gucken, ob wir mal wieder. Oh, aber mein Geld, also müssen wir da erstmal wieder Geld machen, machen, Geld drucken. Müssen wir da erstmal wieder ein bisschen Geld reinbekommen, dass ich halt nochmal eine Runde der Bündelung hole. Aber ich glaube, den Umhang, den werden wir noch richtig gut aufmotzen können. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für heute und ich werde hier einfach mal probieren, ob wir das schaffen, ob das funktioniert. Eigentlich ging es ja bisher immer mit Leveln, Hallo, mit den so nicht. sieht man sich wieder. Auch wenn hier Level 70 steht, bisher ging es ja immer mit so einer 69er-Variante. Erstmal Geld, erstmal Zwischenhandel. Netzschmuck, toll. Ein Silber erhalten. Aber ist ja gar nicht so verkehrt. So, mal noch ein bisschen reiten. Reiten, reiten, reiten. Ich reite geschwind wie der Wind. Na, nee, der war jetzt nicht so gut. Nehme ich mal noch eine Halskette der Gefangenschaft. Haben wir jetzt bekommen. Und mit der hatte doch irgendeiner gemeint, dass ich damit irgendetwas machen muss. Aber was ich da genau machen muss, das kann ich nicht sagen. Irgendwie meinte da jemand mit dieser Halskette auf den Baum da Doppelklingen oder irgendwas. Ich weiß es absolut nicht mehr. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. So, erstmal hier die Imps erledigen, dass mich da hier nicht noch einer irgendwie erdrosselt und dann. Ah, okay. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber den Hammer, der ist gleich down. Also der braucht nicht mehr lange.
So, das haben wir das Seelenfragment auch erhalten, okay. So, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass das geht. So. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin etwas überrascht, dass das jetzt doch so einfach, sagen wir mal, funktioniert hat. Also doch relativ einfach. Habe ich jetzt damit gar nicht gerechnet. Da haben wir doch jetzt hier das sechste Seelenfragment. Okay. Also bevor ich dann die Zeitreise antrete, das machen wir dann halt das nächste Mal die Hallo, Zeitreise. so sieht man sich wieder. Abschluss. Ja, die Gespräche können wir ja alle noch schnell machen. Das ist dann, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Den Glückstrank hatte ich ja gar nicht gebraucht. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, dann müssen wir mal Halte vielleicht, wenn wir alle noch einen Fehler mit vor. Edelstein bekommen. So. Dann müssen wir, dann können wir hier noch ein Stück machen, denke ich mal. Obwohl, oh nee. Ach, da habe ich jetzt keine Lust, bis dahin hinzureiten, weil ich mir ehrlich gesagt auch jetzt so ein bisschen der Gesprächsstoff ausgegangen ist und die Zeit ist ja jetzt auch mehr oder weniger zu Ende. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wo geht's hier? Hier unten geht's ja auch noch rein. Da war ich ja noch gar nicht drinne. Oder doch? Nee. Hier war ich ja noch nicht drinne. Dann würde ich sagen, mit diesem Ausblick auf ein Gebiet, wo ich muss bloß mal kurz gucken, dass wir hier die Sichtweite mal ein bisschen erhöhen. Weil ich, wie gesagt, ich hatte meinen Rechner ja neu aufgesetzt. Und ja, da muss ich erst mal ein bisschen ein paar Sachen neu einstellen. Ja, jetzt sieht's doch gleich ein bisschen besser aus. Naja, auf jeden Fall sind wir heute durch. Haben wir doch ein bisschen was erreicht, ein Level aufgestiegen, die Rune der Bündelung drauf gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde mal gucken, dass wir da unseren Umhang dann immer mal Stück für Stück ein bisschen versuchen aufzupimpen, noch ein bisschen Level, ein bisschen hochleveln mit Edelstein und dann bei jedem Veredelungsvorgang eben drei Runen der Bündelung draufsetzen und dann denke ich mal, können wir den noch ruhig, hoffe ich, auf ein gutes Level bringen. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!